Also den ersten Kampf an dem Abend wird Ramadan Haji bestreiten von uns, vom PSV. Das hat er eigentlich der Tatsache zu verdanken, dass er das ganze Jahr fleißig durchtrainiert hat, fast nie gefehlt hat beim Training und in seinen letzten beiden ersten Kämpfen, die er überhaupt bestritten hat in diesem Jahr, auch gut abschneiden konnte. Das war einmal in Bitterfeld im Fight Club, wo er gewonnen hatte, und ein paar Wochen vorher bei Leipzig Box, was schon eine größere Veranstaltung war, auch schon gegen sehr guten Gegner, ist er dort eingesprungen und hat dort einen Unentschieden rausgeholt, was eigentlich auch im Vorfeld keiner gedacht hat. Aber Ramadan ist halt ein Wettkampftyp, der strengt sich auch unwahrscheinlich an, ist ehrgeizig, genauso wie im Training. Halt noch mehr im Ring wahrscheinlich, und deswegen denke ich mal, das hat er sich verdient. Ja, und jetzt haben wir die Zusage bekommen, das war so ein kleiner Wackelkampf am Anfang vom Trainer von Valeri Spivak, der halt auch nochmal erkrankt war zwischendurch. Er ist vom SV Roland Belgorn, Kampf steht, die Jungs machen 3x2 Minuten. Aufgrund der konditionellen Verfassung noch vom Spivak. Ich meine, der wird sicherlich fit sein, hat auch schon locker 10 Kämpfe weg. Aber so eine Krankheit, die steckt aber immer noch ein bisschen drin. Er ist jetzt gerade eine Woche wieder im Training. Ich freue mich sehr, weil ich auch gerade besser boxen kann. Meine Heimatstadt, und ich hoffe, es wird gut. Ja, wie wird der Kampf ausgehen, wenn es nach dir geht? Na, ich würde mal sagen, ich würde gewinnen, auf jeden Fall. Ja. Warum wirst du gewinnen? Was sind deine Stärken? Meine Stärken? Ich kann sehr viel einstecken. Ich habe sehr viel Wille. Und ich möchte das Ding machen.